Es beginnt. Ja, der Dark Souls Run. Zwar Drachenrun. Willkommen. Entschuldige mich. Eine Ewigkeit später. Okay. Ah, das spielst du so leise auf meinen Kopfhörern. Ich verstehe. Oder? Soll ich das Spiel lauter machen? So. Ein bisschen lauter. So, herzlich willkommen. Zum Jahrestag, wo ich das erste Mal Dark Souls gespielt habe. Habe ich mir gedacht, dass meine Batterie leer ist vom Controller von meiner Verlobten. Oh Mann, das war nicht mein Ziel. Okay, jetzt aber. So. Der Controller meiner Verlobten ist fast leer und ich muss den halt laden. Sorry, dass ich deinen Controller nutzen muss, Schatz. Aber ich habe keine andere Wahl. So. Was ist der Ziel für die heutige Folge? Wir wollen durch Dingens durch. Durch die Untotenstadt. Nach André hin. Und die Leute, die den letzten Part gesehen haben, also Folge 0, denken sich so: Hä? Dominik, warum willst du denn nach. Warum willst du denn nach André hin? Du kannst doch die ganze Zeit schon dorthin gehen. Warum läufst du denn über die Untotenstadt? Sag mal, bist du bescheuert? Ja. Und das liegt daran, dass da ich muss ja glitschen, um überhaupt die Drachenform jetzt schon zu bekommen. Also, ich hatte keine andere Wahl. Ich nehme so viel Schaden. Ach ja, es ist erlaubt, die Fäuste zu nutzen. Nebenbei. Ich darf auch Items nutzen. Weil wären die Fäuste verboten, hätte ich gar keine Chance gegen gewisse Bosse. So nebenbei. Das interessiert mich. Kann man den Drachen eigentlich Schaden machen? Und wir können die ganze Zeit das Feuer spammen. Auch noch. Theoretisch bräuchten wir auch nichts anderes als den Kopf. Aber wir brauchen halt die Körper, weil sonst ist kein richtiger Drachenrun. Und gegen Eiself, gegen Fäuste zu kämpfen, ist dumm. Ich meine nicht mit Fäusten, sondern mit Dingens. So, kaufen. Ich brauche die bodenlose Kiste. So. Weil wir überall durchgehen, brauche ich benutzen auch den Kellerschlüssel, glaube ich, war das. Oh Gott. Ist mir fast ins Auge gegangen. So. Den brauchen wir auch. Und das war's. Das Lustige ist, wir haben die Erlaubnis, eigentlich Leute zu beschwören bei diesem Run. Also NPCs und sowas. Aber wir werden uns relativ damit zurückhalten. Zum Beispiel bei Moonlight Butterfly brauchen wir jetzt nicht wirklich die Hilfe von Dingens. Ich habe den Namen vergessen. Habe ich versehentlich hier die Leiter runtergelassen? Nein, habe ich nicht. Okay. Wir brauchen nicht wirklich die Hilfe von Hexe Beatrix? Wie sie Beatrix? Weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall brauchen wir nicht die Hilfe von ihr. Weil, warum? Wofür? Richtig unnötig.
Wir machen standardmäßig immer 300 Schaden und ich glaube, der Moonlight Butterfly hat nicht so viel Leben. Also wir kriegen den sofort fertig. So, schwarze Feuerbomben. Brauchen, werden wir niemals wieder gebrauchen eigentlich. Obwohl, weiß ich nicht. Können wir gucken. Wir haben eigentlich den Generalschlüssel. Wir bräuchten eigentlich nicht den Anwesenschlüssel. Aber YOLO, ne? So, da werden wir hier die Leute mal los. Und dann töten wir mal den Schwarzritter. Als ob. Als. Nice. Weißt du? Wenn ich die Waffe brauche, also haben will, dann bekomme ich sie nicht. Aber ich wollte schon vorhin meinen Turm sagen. Wetten will, wenn ich gegen den Schwarzritter kämpfe, dass ich dann sein Schwert bekomme. So wie immer. Jedes einzelne Mal ist das so schon gewesen. Wenn ich die Waffe haben will, dann bekomme ich sie. Bekomme ich sie nicht. Aber wenn ich sie haben will, wenn ich sie nicht haben will, dann bekomme ich sie natürlich. Dankeschön, Spiel. Oh, holen wir uns hier den Titanit-Lizard. Wir können den ja übelst gebrauchen. Zwei Funke-Titanit. Ist so richtig unnötig eigentlich, das, was wir. Können wir überhaupt eine Planching Attack machen? Können wir auch eine Planching Attack machen bei dem Boss hier? Kann man aus den. Nein. Ist. Ja, es hätte mich gewundert, hättest du mich jetzt getroffen, ne? Aber es ist halt Dark Souls, ne? Genau! Wisst ihr, was funny wäre? Wenn wir für die Großaxt bekommen hätten, des Dämonen. Das wäre richtig dumm gewesen. Gar nichts hätten wir bekommen. Einfach, wir bekommen einfach alle Sachen, ne? So, die ich haben will. Weil, wenn wir nicht bekommen, dass ich das Schwarzritter Großschwert, wenn ich dorthin gehe. Ah, stimmt, wir können da nicht entlang. Wenn wir nicht bekommen, das Schwarzritter Großschwert. Entschuldigung, das Drachentöter. Das Drachentöter Großschwert. Kopf juckt. So. War nämlich immer so gewesen. Jedes Mal, wenn ich das Scheiß. Jedes Mal, wenn ich die Waffen haben will von den Schwarzrittern, dann bekomme ich sie nie. Und wenn ich. Und dann gibt es halt solche Runs. Ja, mach das hier. Da gibt es halt solche Sachen. Wir brauchen nichts als Vitalität und Ausdauer. Nur nebenbei, ne? Alles ist unnötig. Da gibt es halt solche Sachen, die halt passieren. Wie zum Beispiel, dass wir gegen den Schwarzritter-Hellebarden-Typen kämpfen. Und der einfach uns die Schwarzritter-Hellebarde gibt. Zweimal. Und die hat irgendwie so eine niedrige Drop-Chance an sich. Zumindest bei den beiden an sich. Ah, oh, wir sind instant vergiftet, stimmt. Wir haben ja nichts an.
Oh, da wollte ich nicht hingucken. So. Was auf dem PC geklappt hat, klappt auch hier. Hinter uns läuft der Beiderritter. Alter, warum kriegen wir so viel Giftschaden? Das habe ich noch nie erlebt. Warte mal, ist das überhaupt Gift, was wir haben? Das macht so viel Damage. Kann es sein, dass es gar keine Vergiftung ist, sondern Gift? Ja, komm, let's go. Wir vergessen Stärken. Ach. Entschuldige mich mal ganz kurz. Ich muss jetzt alle Items, die ich. Ihr wisst schon. Bis gleich. So. Mein zugemülltes Inventar ist jetzt frei. Von allem. So, Servus André. Mein Name ist Dominik. Wir haben uns noch nie zuvor gesehen. Ich habe auch noch nie irgendwelche Sachen bei dir gekauft. So. Ja, es gibt gar nichts, was wir holen können hier. So. Ein Leuchtfeuer haben wir uns gesetzt. Wir ignorieren die Sachen, die da liegen. Und jetzt machen wir die Gargoyles. Und für die Cutscene schalte ich dann mein Ding jetzt hier aus. Ja, die Cutscene möchte ich gerne haben, weil die Cutscene möchte ich gerne als Thumbnail nutzen. Oh, stimmt. Nur mal zur Info, ne? Ich hätte auch den kurzen Weg nehmen können, weil ich hätte den Shortcut, glaube ich, freigeschaltet. Aus dem Grund, weil ich hier irgendwie hoch und runter musste, ja. So. Ich habe auch nicht die Sachen aufgehoben. Guck mal, wie nett ich bin. Was hat er denn gedroppt? Ich glaube, eine Titanit-Dingens. Wir ignorieren das mit. Lass mich durch. Hä? Das habe ich noch nie erlebt. Entschuldigung. Schloch. So. Einmal ganz kurz andrücken reicht auch. Schilde dürfen wir tragen. Und ich brauche auch den Schild. Also zumindest später brauche ich den Graswappenschild auf jeden Fall. Ups. Nicht gerade öffnen. Muss ich richtig hinsetzen. So.
Später brauche ich zumindest ein Grasfahrtenschild. Es gibt nicht so viel, was ich hier labern kann. Die interessanten Sachen sind die, wo ich leide, einfach. Glaube ich. So, besser. Mit der Hand ist scheiße zu parieren. Shit, wie sollen wir denn die Dingens machen? Wir können ja mal seine Quest auch machen. Bla bla bla. Ich lasse dich frei. Was zwar dazu führen könnte, dass ich jetzt keine Estus mehr aufwerten kann. Aber scheiß drauf. Wir haben eh nichts, was zu tun. Vor allem was für Belohnung. Wir bekommen doch eh nichts. Oder? Bekommen wir irgendwas? Ich glaube, wir kriegen Sonnenminzen, ne? So, dann schalte ich mal meinen Tisch ab. Damit ich gleich davon einen Screenshot machen kann. Treppe hoch, nicht Feuerschwein. Aber ganz kurz. Kratzen. Ah. So. Oh, stimmt, die Cutscene ist noch nicht vorbei. Entschuldigung. Aua. Meine Fresse! Ja. Ey, ich hab das nur für die Cutscene gemacht, mehr auch nicht. Ignorieren das mal, was gerade passiert ist. Ich bin nicht in den Gargoyles gestorben, nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht an den Gargoyles gestorben. Und nochmal. Ich habe auch nicht wirklich Lust, alle Gegner wieder zu töten. Ich hasse es. So. Ganz schnell rein, ganz schnell rein, ganz schnell rein, ganz schnell rein, ganz schnell rein. Hast du mich gerade mit dem Schild geschlagen? Ja, guck mal, ich kann auch Feuerschwein hier. Ich hasse es. Weil, wisst ihr, es ist nicht anstrengend, gegen die zu kämpfen. Es ist einfach nur Kacke, weil ich mir so denke, aus Flex schneide ich den anderen jetzt mit den Fäusten den Schwanz ab. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt die ganze Zeit sterbe. Weil ich mir denke, aus Flex muss ich jetzt diesen scheiß Schwanz abschlagen. Weil,
Hoho, wir können die Waffe zwar nicht nutzen, aber hey, wir müssen irgendwie, ja, hier, das Flex, ne? Und ich denke mir dann, und jetzt denke ich mir so, warum? Warum? Also, Dominik im Schnitt denkt sich wahrscheinlich dann so, why? Warum tust du dir das? Warum machst du das? Um ehrlich zu sein, denke ich mir gerade gar nichts dabei. Warum? Warum nicht einfach froh sein, dass du durchkommst? Anstatt aus Flex diesen Kack-Dödel von denen abzuschneiden. Dass du mich auch immer triffst, ne? Anstatt diesen blöden Schwanz von denen abzuschneiden. Jo, Dominik, warum konzentrierst du dich hier nicht einfach auf diesen Kack-Kampf und versuchst ihn zu gewinnen? Anstatt 4 Millionen Jahre daran zu hängen, diesen zu besiegen. Diesmal habe ich den Schwanz bekommen. So, jetzt soll hier keiner meckern. Dominik, du bist schon wieder gestorben. Warum musstest du jetzt schon wieder den Schwanz abschlagen? Weil Flex. So, ein Graswarmschild wäre jetzt toll, ne? Obwohl. Ich level mal ganz kurz meine Ausdauer. Hat richtig was gebracht, seht ihr den Unterschied? Anstatt ist es halt so bescheuert. Dominik riecht sich über Dominik auf gerade. Weißt du? Oh, wir erleben jetzt, dass Dominik sich mal in einen Part über Vergangenheits-Dominik aufregt. Über dessen Gedankengänger, was er tut. Das ist was ganz Neues. Hey, Vergangenheits-Dominik ist einfach ein Idiot. Lass mich durch. Vergangenheits-Dominik ist einfach ein Idiot. Lass mich durch. Weil. Vergangenheitsdome denkt sich so. Ja, also ich muss aus Flex diesen Kackschwanz da abschlagen. Ich hätte jetzt keine drei Tode, deswegen. Wir haben 22 Uhr. Dominik, wir haben 22 Uhr. Und ich komme nicht mehr drauf klar. Ups, ich muss mich verwandeln. Heißt das Schild eigentlich Drachenwappenschild? Nee, Holzschild. Ah, nein, der Drachenwappenschild ist der Feuerschild. Stimmt. Der eine beschissene Feuerresistenz hat. Nee, warte mal, der eine Feuerresistenz hat, aber die auch nichts bringt, weil du. Ja. Du eh One-Shot bist. Das wird überhaupt nicht anstrengend. Oh Gott. Nein, Dominik, woraus hast du dich eingelassen? Okay. Ich brauche den
Ich fall viel zu schnell um. Ich brauche einmal den Graswappenschild und ich brauche den Dingen, den Wolfring. Wir sehen uns gleich wieder. Ist so bescheuert einfach, ne? Stimmt, ich musste hier kurz entlang gehen. Oh nein. Stimmt. Da kommen gleich jetzt, glaube ich, 400 Gegner auf mich raus. Glaube nicht so. Ich musste hier nämlich entlang gehen wegen Seelen. Einmal. Und ich habe die eine Seele da mitgenommen. Können wir das Leuchtfeuer reaktivieren? Ja. Ihr habt's gesehen. Lass mich durch. Du mich auch, bitte. Denn wir müssen hier entlang. Wir bräuchten nämlich einmal den Dingens. Was mich interessiert, ne? Die Bäume sind ja Gegner. Also als Gegner markierbar. Warum? Was ist deren Lore? Warum sind sie existent in diesem Wald? Warum bewegen sie sich? So. So, jetzt haben wir mehr Ballons. Jetzt brauche ich noch den Graswappenschild. Können eigentlich den Blue Tearstone Ring eigentlich reinmachen. Auch. Auch wenn er, glaube ich, nicht mehr so funktioniert wie in Dark Souls, wie zu in der Prepare Die Edition, glaube ich. Das, wenn ist die aus ist die Lebensleiste einmal runter, dass er wieder auf Dingens ist, dass du Verteidigung extrem hoch hast. So, da brauche ich die schwarze Hellebarde jetzt nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe erstmal hier drauf auf alles vorbereiten. Wie, wir können ihn nicht tragen? What did you mean by this? What did you mean? Ich habe nicht 10 Stärke. Also, 10 Stärke für den Scheiß, Frau. Spiel, come on. Richtig verarscht fühle ich mich gerade, als ob er für den steht. Wow! Ich muss jetzt ein Level up verschwenden dafür, um den Graswappenschild tragen zu dürfen. Spiel. Boah, dieser Slow Step, ne? Hätte ich jetzt die schwarze Teileware bekommen, hätte ich den Glauben an die Mensch, hätte ich meinen Glauben verloren einfach gerade. Am besten wäre es noch gewesen, hätten wir von den Geistern dann auch noch später das Dingensblade bekommen. Den Dolch. Alter, dann hätte ich auch, dann hätte ich mir nur gedacht,
Alter, es wäre eigentlich deutlich besser gewesen, hätte ich, wenn ich diesen Run normal gemacht hätte dann. Das ist dann die Frage, die ich mir dann gestellt hätte. Ich wäre vom Glauben abgekommen, den ich nicht besitze. Denn ich bin Dieb. Ich habe keinen Glauben. Ich habe nur 10 Wille. Ich habe 11 Wille. Wille ist Glaube, ne? Gewesen. Später. Weißt du? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein. Oh nein! Kommen die jetzt auf mich zu? Wie lange rennen die jetzt dort gegen die Wand? So. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, die Hollows kommen jetzt in den Bossraum rein. Ach du Scheiße. Wie viele Hollows waren das nochmal? 11, ne? Kurzen Augenblick habe ich gedacht, die 11 Hollows kommen jetzt zu uns hin und bashen uns den Kopf ein einfach. Was sollte ich jetzt machen? Ach so. Ich will noch mindestens zu André noch gehen. Also mit den NPC da unten reden und dann beenden wir den Part. Ich versuche auch nicht so viele Parts aufzunehmen, weil ich das ein bisschen aktuell halten will. Grüß dich. Vergebung bitten habe ich dich gesündigt. Halt widerrufen? Nein, ich will nicht den Drachen halt widerrufen. Wir wollen uns zu Bluttee. Versteckt die Giftresistenz. Als ob die immer noch da vorne rumgammeln. Das kauft dir einfach keiner ab. Ey, da ist ja immer noch einer. Ja, der Debuff, also der Buff ist immer noch, ist jetzt weg. Cool. Keine Ahnung, warum das rausgefällt. Also. Oh. Holy shit. Ja, wir können in der Theorie eigentlich die Moonlight Butterfly in der nächsten Folge machen, eigentlich. Weil ein bisschen nach Quäle. Oh mein Gott, da ist bei Gift. Weil ich laufe lieber 40 Stunden mal. Ich glaube, lieber 40 Mal durch den Wald, als lieber 20 Mal durch das Gift. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.